Herr Heinz Gößler, Sie haben gerade gesagt, ein ukrainisch-österreichischer Verein. Wo wird der Verein sitzen? Wer wird das steuern? Der Verein muss in der Ukraine sein, weil ich rede jetzt von meinem historischen Verein und diejenigen Leute, die diese Kriegsgräber betreiben sollen, und von da fangen wir jetzt einmal an, müssen in der Ukraine sitzen. Ich bin Österreicher, sind nur deswegen dabei, dass man quasi die Verbindung zur Ukraine, nach Österreich, dort, wo wir halt dann unsere Unterstützung herkriegen, sicherstellen können. Das andere mit der sozialen Komponente, das müsste man an euch ausdiskutieren und überdenken. Gut, aber das heißt im Prinzip, der Verein sitzt wie Ukraine und wir werden die Partner aus. So ist es. Es gibt noch hier von Dunkelstein. In Laschoschina, glaube ich, einen Schuldirektor. Schuldirektor Bogdan auch. Und der Bogdan, der eine Schuldirektor, der betätigt sich seit Jahren als, sage ich mal, Hobbyhistoriker, hat sehr viel Archivmaterial zusammengetragen. Macht diese ganzen Gräber ausfindig. Zum Teil hat er sie auch in Eigenregie mit seinen Schülern ein bisschen gepflegt und hergerichtet. Darum, das kann nur vor Ort funktionieren. Ich kann nicht aus der Ferne schauen, ob das Grab hergerichtet oder gepflegt wird. Das kann ich nicht. Aber ich kann die Verbindung herstellen und ich kann schauen, dass man da wieder Unterstützung kriegt. Und von daher österreich-ukrainisch oder ukrainisch-österreichisch. Okay, von wie vielen Gräbern reden wir jetzt dort vor Ort? Weil wir haben jetzt gehört, ich glaube, 17.000 Tote beim ersten Grab, beim ersten Friedhof, der nicht mehr existiert. Der zweite, weiß man, wie viele beim dritten waren? Also diese Großgräber, so wie sie jetzt in der Stadt Uschgorod sind meistens immer in einem Anschluss gewesen, da war ein Lazarett drin und dadurch sind halt sehr viele Verstorbene. Diese Dinge waren aber nicht Frontgebiet. Wo wir uns konzentrieren, ist im Gebirge, ist in der Gegend Laschoschina, ist unterhalb vom Tatanpass, wo der ehemalige Frontverlauf 1916 war. Und dort in der Region will man das wieder herrichten oder Bestände erhalten. Insofern interessant, weil ja die Ukraine momentan sehr bestrebt ist, auch in der Region touristisch sehr viel zu machen. Also sei das jetzt für Wanderer, Bergsteiger und auch im Winter Skitouristen da sind. Und ich glaube, dass da auch sehr Personen sind, die diese Städte auch besuchen werden und sehen werden. Und von welchen Kosten reden wir jetzt für diesen Friedhof? Momentan sind wir dabei, dass wir das Areal vermessen lassen. Da habe ich den Herrn General Viktor Kolling gebeten, dass er den Kontakt mit dem Schuldirektor aufnimmt. Ja. Dass wir genau mal abmessen, wie groß ist das, wegen der Zahlen, dass wir die Anzahl der Gräber skizzieren, dass wir dort feststellen, wie viele Betonkreuze, manche Stänger, manche sind umfällt, sind schief, das wollen wir ja wieder, dass es ein schönes Bild wird. Und dass wir dann eventuell auch aufgrund von Archivunterlagen Namenslisten finden und feststellen können, welche Leute dort begraben sind. Ein besonderes